Und Marian Grunden ist für uns bereits am Brandenburger Tor, wo ja auch heute eine große Silvesterparty wie jedes Jahr steigen wird. Marian, aber ein bisschen andere Vorzeichen in diesem Jahr mit Hinblick auf die Sicherheitslage, die deutlich verschärfter ist und eben auch angepasste Sicherheitsmaßnahmen. Wie geht man nun also in diesen Abend? Ja, du sagst es schon, die Sicherheitslage ist hier verschärft. Es wird Taschenkontrollen geben zum Beispiel. Auch muss man dieses Jahr ein Ticket kaufen, sich also registrieren. Aber trotzdem wollen hier dann am Abend 65.000 Menschen Silvester feiern. Und das mit einer Hauptbühne, aber auch zahlreichen kleineren Bühnen, wo man dann auch unterschiedliche Musik hören kann und sich eben dann hier aufhalten kann. Insgesamt ist Berlin auch sehr stark gerüstet. Polizei wurde aus anderen Bundesländern zusammengezogen. Insgesamt werden hier in der Hauptstadt 4.500 Polizisten im Einsatz sein. Man möchte eben eine Lage wie in den vergangenen Jahren, wie im vergangenen Jahr eben verhindern. Denn gerade da ist es ja immer wieder eskaliert. Es gab eben diese Angriffe auf Einsatzkräfte, auf Krankenwagen, die wir eben auch gesehen haben. Und das möchte man in diesem Jahr eben verhindern. Besonders der regierende Bürgermeister Kai Wegner, der will das eben verhindern. Denn letztes Jahr noch, da war er in der Opposition, hat er immer wieder gesagt, dass das so nicht gehen kann. Deswegen wird das jetzt gewissermaßen für ihn zur Bewährungsprobe. Denn er muss jetzt eben verhindern, dass diese Bilder wieder entstehen und dass eben in diesen Konfliktgebieten, in diesen Gebieten, wo auch die Polizei Risikozonen eingerichtet hat, es eben nicht zu einer erneuten Eskalation kommt. Ja, Kai Wegner hatte das ja auch scharf kritisiert im letzten Jahr. Nun also die Probe aufs Exempel, ob wir solche Bilder nochmal sehen. Marian, vielen Dank. Wir werden uns später nochmal hören, denn du wirst diese Silvesterfeierlichkeiten und eventuell auch Ausschreitungen für uns begleiten. Danke. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.